willkommen zu Feusi Federal. Das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter direkt aus dem Café Federal gegenüber vom Bundeshaus. Mein Name ist Dominik Feusi. Mein Gast heute ist Maya Rinniker, FDP-Nationalrätin aus dem Kanton Aargau. Und mit ihr reden wir natürlich über Zertifikatspflicht und natürlich über die FDP. Aber zuerst nehmen wir einen Schluck Wein. Ich habe einen Walliser mitgenommen. Ich weiß nicht, hast du gern Walliser Weisswein? Sehr, wunderbar. Gut, dann habe ich es ein bisschen getroffen. Petit Armin ist wunderbar. Danke wunderbar. Vielmals. Zum Wohl. Danke vielmals, merci für die Einladung. Ja, jetzt hat der Bundesrat verkündet am Mittwoch, dass ab Montag die Zertifikatspflicht gilt. Das ist erwartet worden. Ja, was ist deine Haltung dazu? Wie findest du das? Es hat sich abgezeichnet, dass der Bundesrat entsprechend handeln muss. Er hat es auch in Aussicht gestellt. Er hat das schon am 21. April, als er sein Drei-Phasen-Ausstiegsmodell präsentiert hat, er gesagt, dass auch wenn wir jetzt in der Normalisierungsphase sind, dass das letzte Szenario könnte sein. Man hätte damit rechnen, weil sich leider die Fallzahlen auf den Intensivstationen wirklich in die negative Richtung entwickeln. Ja, aber sie sind ja zurückgegangen, von seit dem letzten Mittwoch bis diesem Mittwoch. Also stabil bleiben, leicht zurückgegangen, je nach Spital ein bisschen. Aber die Intensivstationen sind über 80% ausgelastet. Das sagt glaub, genug. Jeder zweite Patient, der dort liegt, ist wegen Covid dort. Das ist eine enorme Belastung. Und da verstehe ich den Bundesrat, dass sie jetzt haben müssen handeln. Die FDP hat ja schon am Dienstag eine Medienmitteilung verschickt und gesagt, die Lage müsse sich verschlechtern. Erst dann soll man das einführen. Bist du der Meinung, es hat sich wirklich verschlechtert noch seither? Ich glaube effektiv, dass die Stimmen aus dem Gesundheitswesen jetzt einfach angelassen worden sind, dass die so stark sind, dass man muss sagen, ja, im Moment muss man handeln und man kann auch wieder vor dem 24. Januar 2022 wieder zurück, wenn sich die Lage wieder normalisiert. Aber im Moment ist das Infekt klar, ich verstehe es, dass wir müssen, ja, handeln müssen. Die FDP hat auch so Abbruchkriterien gefordert, also dass man es nicht länger macht und so. Und ich erinnere mich gut an der Medienkonferenz, hat ein Kollege vom Tagesanzeiger, Alain Berset, das gefragt. Aber eine richtige Antwort hat er nicht bekommen. Es gibt ja keine Abbruchkriterien. Das ist auch etwas, was ich in dem Sinne momentan auch vermisse. Mhm. Unter wie viel Prozent muss die Intensivstationbelegung fallen, damit wir sofort wieder aufhören mit dieser Sache? Mhm. Ich gehe davon aus, dass wir gleich mal wissen, wenn das der Fall sein wird. Mhm. Fragen werden zu dem kommen. Und das war ja das einzige Kriterium, das eben erlaubt hat, jetzt zu dieser Massnahme, zu dieser Zertifikatspflicht zu greifen und die dazu geführt hat. Was ist genau, das muss ich schon nachfragen, ist vielleicht die Auslastung der Intensivstationen generell oder mit Corona-Patienten entscheidend? Also was würdest du sagen? Also meine, weil 80% sind sie immer ausgelastet. Sie müssen ja ausgelastet sein, sonst gibt es ein Defizit. Oder? Also die Frage kann ich dir sehr gut beantworten. Nochmal, die Hälfte dieser Intensivstationspatienten sind Covid-Patienten. Mhm. Und ein Covid-Patient, 40%. Ein Covid-Patient braucht deutlich mehr Pflege und Aufwand als ein Tumorpatient. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, oder irgendjemand, der eine Hirnoperation gerade hatte. Da muss man einfach sehen, die haben nicht einen 8-Stunden-Betrieb und gehen am Abend heim. Drei Schichten müssen arbeiten. So ein Patient braucht mindestens 2 bis 3 Personen, die bei ihm sind, wenn er umgelagert werden muss. Er ist ja intubiert, also wird künstlich beatmet. Oft, ja. Und da muss man einfach sehen, das sind andere Patienten. Und es sind viel weniger Leute auf den Intensivstationen als bei der ersten Grosswelle und der zweiten. Oder das ist natürlich, kann man sich schon fragen, wie ist das Gesundheitswesen wirklich am Abgrund? Vor einer Woche hat der Pierre-Alain Schnee, Gesundheitsdirektor von Bern, gesagt, ja, es sei angespannt, aber es sei noch nicht schlimm. Du findest, es ist schlimm? Ich glaube jetzt diesen Zahlen und diesen Stimmen. Okay. Wenn ich mit Personen geredet habe, die Pflegedienstleitung machen, auf Kantonsspitäler, und die sagen mir wirklich, Maya, es ist seit 18 Monaten sehr angespannt, Personen verlassen uns, sie wollen nicht mehr bei uns arbeiten, wir müssen jetzt wegen der Covid-Patienten Personal aus der Anästhesie beispielsweise zurück auf Tipps nehmen. Jawohl. Voilà. Also das ist eine angespannte Situation. Das führt dazu, dass ein normaler Patient einen elektiven Eingriff jetzt nicht haben kann. Und das ist sicher etwas, das auch wieder die Solidaritätsfrage ein bisschen tangiert. Hat man denn müssen, deiner Meinung nach, eine Pflicht für alle Restaurants und alle Veranstaltungen einführen? Oder hat man es nicht können? Auch ein bisschen offen lassen? Also, wahrscheinlich hätten viele Restaurants in der Stadt das eingeführt, aber auf dem Land vielleicht nicht. Oder? Und wo machst du denn den Schnitt? Also dann ist das Restaurant verantwortlich dafür, dass jetzt dort die Personen drin sitzen, die alle kein Zertifikat haben, die klar dafür sorgen, dass wir das Problem nicht lösen. Da wehre ich mich dagegen. Also ich glaube, es ist einfacher momentan zu sagen, die Regeln gelten für alle.
man hat immer noch die Möglichkeit, man kann sich ja testen gehen, wenn man sich nicht impfen will. So. Es muss sich niemand impfen in diesem Land impfen lassen. Aber unsere Impfrate mit 52% Stand heute ist einfach deutlich zu tief. Und wir müssen uns wirklich, die Impfrate muss hochkommen, damit wir die Herdenimmunität überkommen. Man kann schon sagen, ja, Dänemark und Spanien machen sich vor, die können aufhören mit dieser Zertifikatspflicht. Die haben über 20% mehr. Also, und wir Schweizer müssen glaube, irgendwann einfach ein bisschen Druck manchmal spüren, bis wir uns bewegen. Was hast du das Gefühl, warum ist die Impfrate bei uns nicht so viel tiefer? Das ist ja ist speziell, ich kann mich gut erinnern, so im Januar oder so, so bei Umfragen, haben nämlich mehr Leute als 50% gesagt, sie lassen sich impfen. Nochmal, ich glaube, wir sind in einem Land, Gottlob, wo enorm viel Freiheiten grundsätzlich mal geniessen. Jedes Individuum wird geachtet. Aber jetzt in dieser Frage haben wir einfach gemerkt, wir haben zu wenig mobilisieren können. Oder davon überzeugen, dass es wirklich ein Akt ist für die Solidarität vom Gesundheitswesen von unseren Leuten, von unserer Bevölkerung im Land. Und das haben wir nicht geschafft. Vielleicht haben wir ja die falschen Sprachen geredet, vielleicht haben wir die falschen Bilder verwendet. Der Schweizer braucht einfach Druck. Und das jetzt halt hat leider müssen dazu führen, dass wir das Zertifikat eingeführt haben. Wie wird denn das? Hast du denn das Gefühl, jetzt kommt es einen Run auf die Impfung? Also, hast du das gehört, dass es jetzt Leute gibt, die sagen, okay, gut, jetzt gehe ich impfen? Oder die, meine die, die doch gegen die Impfung waren, also ich bin geimpft, oder? Die sind doch, meinst du, die kann man so dorthin schöpfen, irgendwie die Impfung? Funktioniert das? Die Impfgegner werden nie gehen, aber die Impfskeptiker, die, glaube ich, können damit dafür jetzt überzeugen. Und überall ist das Thema, ich bin gestern an der Post angestanden, ich bin im Wald aufs Joggen, wo ich beim Joggen aufs Impfen angesprochen wurde, beim Kind abholen, alle Leute. Und wie? Also, was sagen die Leute, die dich treffen, die mit dir reden? Die sagen einfach, sie wollen, dass sie möglichst gleich hohe Durchimpfungsrate besteht. Okay. Ich habe natürlich auch andere Rückmeldungen, über die reden wir auch noch, oder? Die, die mir sagen, dass sie einen völligen Kabis finden. Oder? Was sind das für Rückmeldungen? Ich komme natürlich tonnenweise E-Mails. Aber seit gestern waren es sicher irgendwie 20 gewesen, orchestriert, viele aus dem Aargau, die mich jetzt konkret angreifen. Aber natürlich auch, als ich mich jetzt für die Kostenpflicht der Tests ausgesprochen habe, bin ich im Netz massiv angegriffen worden. Das ist wirklich ehrverletzend, was man da muss hören. Also, ich weiss nicht, ob eine Person da auf der Straße mir würde ins Gesicht sagen, er fände mich Abschaum. Aber online macht man das. Und das ist wirklich für mich schon eine schwierige Frage. Und wie gehst du mit dem um? Ich meine, eben, Abschaum, es ist vermutlich anonym, du kannst nichts dagegen machen, oder, in der Regel? Oder? Es gibt es Personen, die auch öffentlich, also mal mit Namen gestanden sind, man ist auch in Ecken von der braunen Vergangenheit vom letzten Jahrhundert gedrängt worden, bei dir gestern reingerührt worden, heute geht wieder ein Mail, also wenn Adolf hätte es nicht besser gemacht, dann muss ich einfach sagen, wir sind in einer Zeit angekommen, wo ich Mühe habe, wie die Leute Respekt verlieren, auch voreinander. Und deine Frage war, wie ich mit dem umgehe, auch gewisse Personen melden. Okay. Weißt du, ich habe, also aber ich finde, kritisch sein gegenüber dem, was der Bundesrat macht, soll man ja, oder? Aber ich habe wieder den Eindruck, dass die durchdrehen und eben so Wörter brauchen wie Faschismus oder auch Diktatur und so, die werden ja dann politisch nichts erreichen. Das bringt nichts. Also weißt du, da hast du keinen Effekt. Oder, darum bin ich ein bisschen optimistisch, dass sie werden mit dem nicht durchkommen, oder? Täusche ich mich? Weil ich weniger Mails bekomme, vielleicht? Ich teile den Optimismus auch, aber man muss einfach denken, vorsichtig sein mit dem, wie gehen wir miteinander um, mit anderen Meinungen. Und wie respektieren wir die auch? Und das ist wirklich etwas, was irgendwo schon muss auch angesprochen werden. Ich bin auch nur ein Mensch. Es ist nicht, dass einem das einfach komplett kalt lässt. Klar. Also meine, die Leittaste brauche ich im Fall fast mehr, weder ich sie irgendwie beantworten oder die tue ich sonst nicht beantworten, aber Mails beantworten oder welche ablegen, das ist doch einfach irgendwie schon schwierig. Und ich meine, manchmal habe ich das Gefühl, also die Krise hat vielleicht auch gewisse Sachen, die schon vorher herum waren, weißt, ein bisschen sichtbar, spürbar gemacht, oder? Aber dann ist natürlich schon, durch diese Massnahmen ist auch mehr Druck ins System reingekommen, weißt, ein bisschen mehr, oder? Und man muss den Druck wieder irgendwie rausbringen. Das schaffen wir. Impfen. Und dann politisch? Und politisch, indem dass man einander vielleicht mal zulässt, dass man miteinander an konstruktiven Lösungen arbeiten, an den Problemen der Zukunft, AV-Revision, BVG-Revision, Klimadiskussion. Das sind Themen, die wir dann wieder anpacken müssen. Und müssen wir auch, also ich, ehrlich gesagt, ich stelle die Frage fast jede Woche, müssen wir nicht darüber reden, weißt du, irgendwie die Machtfülle, die Exekutive. Also, wir haben ja das im Epidemiegesetz so wollen, aber bist du mit dem zufrieden oder hast du das Gefühl, wir müssten schon noch mal darüber reden, wie man in diesem Land in so einer Krise, wer welche Leid hat und so?
Ah ja, selbstverständlich, wenn wir über das reden. Es wird aufgearbeitet. Also, da verweise ich auch noch auf einen Vorstoß, der unter meinem Leid, aber von meiner Fraktion eingereicht worden ist. Es darum geht, wer führt überhaupt die Krise. Mhm. Natürlich müssen wir dort schauen. Und das passiert. Was findest du, was denn nicht gut läuft bei der Krisenbewältigung? Jetzt so ein bisschen? Ich habe jetzt konkret, finde ich das halt, aber das ist lang andauernde Krise, die Köpfe wechseln die ganze Zeit, die Personen anscheinend in diesen Gremien sind unter Umständen auch überlastet. Wir müssen lernen, aufeinander auch zulassen, auch der Wissenschaft eine Stimme geben, zulassen, dass wir auch unter den Parteien probieren, gewisse Themen jetzt vor allem miteinander zu lösen. Das wäre schon etwas, wo wir noch einen Zacken zulegen könnten. Mein Problem ist immer, dass ich immer wieder auf andere Zahlen geschaut habe und dann ist wieder rausgekommen, dass die Zahlen irgendwie gleich nicht so viel sagen. Also zuerst haben wir auf die Fallzahlen geschaut, wir haben ja nichts anderes gehabt. Dann haben wir viel lang auf Positivitätsraten geschaut. Dann hat man die Teststrategie gewechselt, dann kannst du es wieder nicht vergleichen. Dann haben wir auf den R-Faktor geschaut, dann hat man gemerkt, dass der ja schwankt wie verrückt. Oder? Und irgendwie, jetzt schauen wir auf die Hospitalisationen. Okay, das ist sicher sehr wichtig. Aber ist nicht irgendwie, mir fehlt manchmal wirklich das Fundament, um auch sachlich diskutieren. Ja, hast du gewusst, wie das Fundament gemacht sein für SARS-CoV-2? Nein, eben, voilà. Und aber über das müssen wir schon reden. Irgendwie. Oder ja, also hallo, das ist jetzt einfach ein Virus, wo niemand, und eine Krise, die niemand erwartet hat. Man hat zwar, das stimmt, wir haben gewusst, Pandemiebekämpfung, wir haben Pandemie, wir haben das einmal beübt, aber was es denn wirklich bedeutet, was es für Auswirkungen hat, wer es denn betroffen ist, wie lange man da muss wirklich im Krisenmodus bleiben, das haben wir nicht gewusst. Und da finde ich wirklich, da muss man vielleicht schon ein bisschen dabei bleiben, um zu sagen, also wir haben hier eine Situation, die einzigartig ist. Ich hoffe sogar einmalig. Also wir müssen daraus auch eine Lehre ziehen. Ja. Also ich meine, der Pandemieplan, den nehme ich etwa wieder mal vor. Das ist also, ist einfach blauäugig, was dort drin geschrieben ist. Und beübt hat man es auch. Mhm. Und man hat sogar in der Übung festgestellt, dass man vieles nicht hat. Zum Beispiel Maske. Oder? Mhm. Und man hat es einfach gelassen. Es ist einfach gegangen. Man hat den Kanton gesagt, ihr müsst die Maske beschaffen. Genau, und bei den Ärzten einlagern. Genau. Das haben sie nicht gemacht. Ja. Also. Und da wird man jetzt das nächste Mal bei einer anderen Krise, wird man das mindestens Themen anschauen, welche sind Mittel, die wir in der Schweiz künftig haben können. Da gehört das Thema der Medikamente beispielsweise dazu. Pflichtlagerdiskussionen, die Vorstösse und die Diskussionen sind ja schon am Laufen. Und welche Rolle soll das Parlament einnehmen? So ein bisschen auch als Kontrolle von der Exekutive? Ich meine, das hat mich noch beeindruckt. Ich bin doch schon lange zu Bern, aber dort in dem März, wo man plötzlich die Session aufgekommen hat, das war unvorstellbar. Das war unvorstellbar für alle. Ist es richtig oder ist es im Nachhinein falsch? In dem Moment, mit dieser Datenlage, die sie hatten, ist es richtig. Was hättest du denn gemacht? Voilà. Also, es war in dem Moment richtig und jetzt sind wir einfach 18 Monate später und da kann man schon schlauer werden und sagen, wir müssen für das nächste Mal, wenn so ein Fall kommt, müssen wir vielleicht andere Gremien noch einsetzen, die wirklich im Notfall immer vor Ort sind und dass auch unsere Aufgabe, die wir haben, kann wahrgenommen werden. Also manchmal frage ich mich, wer den Bundesrat überprüft, oder? Klar, wir GPK? Medien, nein. GPK. Medien. Natürlich machen das Medien, ja, nicht alle. GPK, wir haben sie, voilà, und die sind ja dran. Und die Finanzdelegation und so, ja. Aber auch das Parlament als Ganzes. Also, weißt, irgendwie, ich wünsche schon, die Mechanismen sind wichtig, oder? Die sind wichtig. Jetzt haben wir noch über die FDP reden. Jetzt bist du sicher aus dem Aargau, bist du sicher für den Thierry Burkhardt, oder? Ich bin aus dem Aargau, ich kenne Thierry Burkhardt schon sehr lange. Man muss auch sagen, du bist nachgerutscht, weil er Ständerat geworden ist. Dank dem, dass er Ständerat geworden ist, ist er nicht im Nationalrat und ich habe ein sehr bestes Ersatzresultat gemacht und bin somit seit dem Dezember da. Es ist natürlich über Abwesende reden, ist immer ein bisschen fies, aber das machen wir jetzt gleich. Was sagst denn du, was würdest du ihm raten? Was soll er jetzt machen? Er wird ja gewählt, das ist ja klar. Anfang Oktober ist die Delegiertenversammlung, dann wird er gewählt. Was soll er anpacken? Über was soll er nachdenken? Was soll er ändern? Zuerst mal, er hat seinem Aargau ja schon mal wirklich gut bewiesen, dass er das kann, sogar sehr gut. Mhm. Er kann das. Und darum ist er wirklich auch, ich bin überzeugt, der richtige Mann. Er ist auch der richtige Mann, weil er die Fähigkeit hat, zuzuhören, verschiedene Meinungen zu bündeln. Jeder von den letzten Parteipräsidenten, im Übrigen würde ich sagen, hat Petra Gössi sehr gut gemacht. Sie hat auch sich einmitten müssen. Philipp Müller auch. Thierry Burkhardt wird das, wenn er gewählt wird, und da gehe ich auch davon aus, wird er das genau gleich machen. Er hat ein Team am Start, er macht es nicht allein, das zeichnet ihn aus, oder? Er lässt auf ein Gremium, er verteilt die Arbeit, er delegiert, er sieht wahrscheinlich auch, was das bedeutet, so ein Amt dürfen ausführen. Und er sagt, er ist mutig, er packt das an, macht es für die Partei, er macht es für das Land. Also, da muss man zuerst jemanden finden, der dann sagt, also voilà, ich übernehme die Verantwortung. Ja, das ist schwierig.
Frage ist einfach, was heisst denn genau einmieten? Also was soll er machen? Ja, wir müssen davon reden. Was soll er machen mit dem Klimakurs von der Petra Gössi? Die Stimmen haben wir ja nach wie vor. Der Kurs, man hat auch Beschlüsse, die man gefällt hat, dass man den Kurs unterstützen will. Er muss ganz sicher die Stimmen ins Boot holen. Das rate ich ihm. Oder? Mhm. Das wäre für mich sehr wichtig, dass er Personen, die jetzt aus dem ökoliberalen Gebiet kommen oder die Meinung stark vertreten, die muss er ernst nehmen, die muss er ins Boot holen und Teil des Teams werden. Aber er müsste auch die anderen ins Boot holen? Die eben jetzt so anderthalb Jahre in der Defensive waren und ja. Ja, aber wir müssen doch nicht immer nur über die Themen reden, wo wir vielleicht uns einigen müssen. Er wird das können, sondern wir müssen mehr über die Themen reden, wo wir schon gemeinsame Meinungen haben. Und da kann er. Das ist sicher auch ein guter Ratschlag. Also meine, ein Problem von der Petra Gössi war, dass sie sich mit Themen profilieren wollte, die nicht gespalten waren. Oder? Also, und das, aber bei diesen Themen, ich meine, man kann ja dann nicht immer ausweichen. Die Klimafrage könnt ihr nicht ausweichen, die Europafrage auch nicht. Mhm. Also dort muss man irgendwie wieder einen neuen Anfang machen, oder nicht? Also jetzt, ob jetzt neu anfangen, also jetzt bei der Europa-Frage, ja, dort müssen wir sicher, dort hat aber der Bundesrat sich wahrscheinlich Vorgaben gegeben, die schwierig umzusetzen sind, und er hat sich da den Stecker gezogen. Also da sind wir immer mit unterschiedlichen Meinungen im Kurs, also zumindest in der Diskussion geblieben. Klima, dasselbe. Also, jetzt haben wir das CO2 abgelehnt und jetzt geht es weiter. Jetzt haben wir kurzfristige Verlängerung und da wird der Thierry, der wird das machen. Mhm. Der wird die Parteimeinungen müssen bündeln. Er kann es nicht allein. Er ist nicht die FDP. Die FDP hat eine ganz starke Basis. Und wir haben Delegiertenversammlungen, wir haben Kantonalparteien und er wird die Meinungen einholen. Er muss ja irgendwo durch bei der Klimafrage, wie soll ich sagen, ist jetzt das Gesetz gescheitert? Jetzt muss man sich überlegen, wie gehen wir weiter? Und letztlich muss er auch probieren, dem nächsten Projekt mehr FDP-Stempel aufzudrücken, oder? Oder? Ja, ist nicht das Problem, es war zu wenig FDP-Stempel. Ja, darum hat die Basis Nein gesagt am Schluss. Weil eine Mehrheit von der Basis wahrscheinlich das Gefühl hatte, es ist zu wenig liberal. Oder siehst du es anders? Mhm. Also eben, das ist, ja, da, nein, da lasse ich lasse einfach mal stehen, deine Aussage. Du hast mich gefragt, wie wird er da arbeiten? Nochmal, wir haben die Gremien, die in diesem Thema arbeiten, wir haben Parlamentarier, die in den Kommissionen sitzen. Voilà, also, und dann muss man auch entsprechend Kantonalparteien, Delegiertenversammlungen alle abholen. Und wenn es eine neue Ausrichtung gibt in einem Thema, ja, voilà, dann wird Diskussion geführt, aber wie sie allen anderen Parteien und Gremien auch geführt wird. Es ist einfach bei der FDP wahrscheinlich wichtig, weil es jetzt, ist mir keine andere Partei bewusst, weißt, wo so eine Spaltung offensichtlich geworden ist. Halt jetzt durch die Abstimmung natürlich. Es gibt andere Parteien, die Spaltungen gut zudecken, oder? Das ist mir schon klar. Aber bei euch ist es jetzt richtig so ein bisschen halt spürbar geworden, oder? Ich meine, auch für Petra natürlich. Ja, aber wir hatten im Vorfeld andere Abstimmungen als andere Parteien. Wenn du von Spaltung redest, ich will das Wort gar nicht in die Hand nehmen. Ja, okay. Ins Maul nehmen. Wir haben einfach letztlich unterschiedliche Meinungen gehabt. Ja. Absolut, oder? Aber ich schaue jetzt halt, das ist mein Naturell, positive Zukunft. Wir müssen jetzt auch, also Klimastrategie 2050, wir haben das immer unterstützt, Pariser Abkommen immer unterstützt, die Ziele weiterverfolgen. Müssen wir es dann, ein bisschen hat man die Klimapolitik einfach auch links-grün überlassen und dann ist man, am Schluss hat man dann bei diesem Projekt ein bisschen mitgemacht, man hat es ein bisschen liberaler gemacht, das stimmt, oder? Ich habe hier an dem Tisch mit der Petra Gössi lange über das geredet, gestritten fast. Mhm. Aber ich meine, irgendwie hat man es dann überlassen, dann ist man wie gezwungen gewesen mitzumachen, oder? Und irgendwie finde ich, es ist ja jetzt gut, jetzt ist der Tisch wieder leer, jetzt kann man wieder neu anfangen und eine bisschen liberalere Lösung finden. Bin ich in Ordnung. Bist du dabei? Bin ich dabei. Gut. Ja, also, und deine Schwerpunkte in der Politik liegen wo? Wo meine liegen? Ja. Ich bin auch schon im Aargau, als ich im Grossrat war, in der Sicherheitspolitik war. Ich freue mich, dass ich das hier wieder machen durfte, zu Bern. Das ist noch speziell, dass man das als Newcomer dorthin darf, wo man will, oder? Nein, ich habe einfach, in unserer Partei haben wir 3 Wünsche angeben. Und ich meinte, jetzt keinen Platz gehabt und dann habe ich die Sicherheitspolitik bekommen. Und das freut mich auch. Genau. Das ist in vielen Parteien ist es so, dass man fast grundsätzlich den Newcomers nicht das gibt. Aber das ist cool, wenn in der FDP offenbar anders ist. Ja. Der Platz gehabt, in dem Fall. Sicherheitspolitik, eben F-35, das Flugzeugbeschaffungsthema, ist jetzt eine Initiative eingereicht worden von Linksgrün, um den zu verhindern, mit einer lustigen Formulierung, also wenn ich es richtig im Kopf habe, soll man in die Verfassung hineinschreiben, dass man kein amerikanisches Flugzeug kaufen. Genau. Und, deine Reaktion darauf? Ja gut, also mehrere Reaktionen natürlich. Ich habe keine Freude, das ist mal klar. Mhm.
Ich finde es enorm schwierig, dass wir einen Beschaffungsbeschluss, den wir haben, gefällt. Die Mehrheit knapp. Die Mehrheit hat gesagt, wir wollen ein neues Kampfflugzeug, dass man den nicht respektiert. Mit dem habe ich am meisten Mühe. Dass wir jetzt in die Verfassung hineinschreiben, kein amerikanisches Flugzeug, das finde ich sehr befremdend. Oder? Also in der Verfassung hineinschreiben, halt, dass wir, ja, wir könnten auch noch schreiben, kein amerikanisches Auto, dann darf Frau Somaruga ihre Tesla nicht mehr fahren. Wir könnten zum Beispiel keine amerikanische Hardware mehr, dann würden wir alle zusammen vielleicht noch den Laptop abgeben, der Bundesverwaltung. Das finde ich geht nicht. Und jetzt müssen wir den Weg halt gehen über die Diskussion. Letztlich wollen wir die Armee abschaffen. Von der Seiteninitiante. Und da wäre ich mich entschieden dagegen. Und jetzt gehen wir in den Kampf. Mhm. Hast du das Gefühl, die Initiative hat gute Chancen? Oder ist das, ja, es war immerhin knapp gewesen bei der Beschaffung. Nein. Also ich rede jetzt mal von meiner Seite, von den Befürwortern, die hinter dem Entscheid von der Frau Bundesrätin Amherd stehen, die den unterstützen. Ich glaube, wir können die Abstimmung, die werden wir gewinnen. Also es ist ja eine Art der Durchsetzungsinitiative. Kommt einem vor, so, oder? Einfach jetzt von links statt von der SVP. Das ist so. Und das ist wirklich einfach. Und das haben die Schweizerinnen und Schweizer ja nicht gern. Nein, das ist eine Zwängerei. Ja. Das ist eine absolute Zwängerei. Mhm. Und da müssen wir jetzt halt noch mal alles mobilisieren und dagegen antreten. Mhm. Der Entscheid für den F-35 ist so klar zusammengekommen. Oder entstanden. Oder? Man hat eine saubere Evaluation gemacht. Ich bin sicher, dass die Evaluation äußerst korrekt durchgeführt wurde. Der F-35 hat letztlich sind dann alle bewertet worden, unterschiedliche Bewertungskriterien. Der F-35 hat 336 Bewertungspunkte gemacht. Und der nächstbeste, der zweite, hat 95 Punkte weniger gehabt. Also das sind offensichtliche Kriterien, die der F-35 einfach wirklich ja, als das beste Flugzeug hat rausgekommen, das wir jetzt wirklich auch brauchen. Wir brauchen es, weil 2030 ist einfach fertig, oder, mit den Flugzeugen, die wir heute haben. Mhm. Es wird natürlich ganz stark an die Kosten gehen, oder? Ich meine, jetzt, Linksgrün behauptet einfach, es wird sowieso teuer. Und die Bundesrätin sagt, nein, ich habe das im Griff. Ich bin sicher, beim Abstimmungskampf muss dann Befürworterseite schon noch ein bisschen mehr Fleisch. Also, es langt nicht, Behauptung gegen Behauptung. Kommt denn da noch mehr? Also, was wir heute ja schon wissen, ist, dass der Hersteller zugesichert hat, wie Betriebskosten, also die Anschaffungskosten sind klar, sie tun sich jetzt auch um Betriebskosten nervieren. Genau. Betriebskosten von den nächsten 10 Jahren sind vertraglich zugesichert. Ja, also wo findest du denn das? Also wenn du dein Auto morgen in die Garage bringst für einen Service, dann sagen sie dir nicht, in 2 Jahren kostet das gleiche Auto noch. Ich habe ein amerikanisches Auto. Ja, das ist gleich. Wir wohnen in einem freien Land und respektieren da, glaube ich, jeder sich bewegt, oder? Und was er sich anschafft. Und da gehört auch eben, der F-35 dazu. Nochmal, die Betriebskosten sind vertraglich zugesichert. Wir wissen, was das in den nächsten 10 Jahren kostet. Und zu erwarten, dass wir werden wissen, was sie in 20 Jahren kostet, finde ich wirklich auch eine vermessene Forderung. Vielleicht reden wir dann das nächste Mal wieder über das, wenn der Abstimmungskampf heiß wird. Dass die Initiative sollte in den Stand kommen. Die Betriebskosten von Wyss sind nicht wahnsinnig hoch. Maya Rinicker, vielen Dank für den Besuch. Merci. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.